Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße alle im Namen der Otto-Brenner-Stiftung herzlich willkommen. Die OBS feiert heute ein kleines Jubiläum. Später, am Nachmittag gegen 5, verleihen wir hier zum 10. Mal den Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus. Eine noch nicht ganz so lange Tradition haben unsere medienpolitischen Veranstaltungen. Erst vor wenigen Jahren haben wir entschieden, um unseren Preis herum medienkritische Publikationen zu platzieren und medienpolitische Tagungen anzubieten. Medienkritik, Medienpolitik und Otto-Brenner-Preis gehören für uns zusammen. Sie prägen inzwischen eine zentrale Säule des Stiftungsprofils. Auch künftig sollen sie einen Schwerpunkt unserer Arbeit bilden. Gerne nutze ich die Gelegenheit heute, auf einige Medienthemen kurz hinzuweisen, mit denen wir uns momentan beschäftigen. Erstens. Wahrscheinlich Anfang 2015 werden wir eine Untersuchung zu den NSU-Morden vorlegen. In ihrem Zentrum steht die Frage, ob es neben dem Staatsversagen und dem Fehlverhalten von Behörden bei den sogenannten Dönermorden auch ein Versagen der Medien gab bei der Aufdeckung der wahren Hintergründe und der wirklichen Zusammenhänge. Zweitens. Mit einer Analyse der Angebote in 2/3-Programmen haben wir im Herbst 2013 viel Staub aufgewirbelt beim SWR und NDR. Das große öffentliche Interesse an den Ergebnissen und die sich daran anschließende Diskussion haben uns motiviert, weitere Programmprofile größerer Sender untersuchen zu lassen. Die 3. Programme sind unserer Einschätzung nach wichtige Pfeiler des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Aber sie sind kaum Gegenstand medienkritischer Untersuchungen. Die OBS will das ändern. Weitere Studien werden nach und nach folgen. Als nächstes ist der WDR und der NDR, der MDR an der Reihe. Drittens. Wir haben uns die Arbeit der Gremien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeschaut, dabei gravierende Defizite beschrieben, wichtige Reformen angemahnt. Hier vor einem Jahr an dieser Stelle über das ZDF-Urteil diskutiert und über Perspektiven der Gremienarbeit nachgedacht. Wir bleiben auch an diesem Thema dran. 2015 folgt die nächste Untersuchung. Und spätestens Mitte nächsten Jahres kommt dann unsere Analyse über die Politikmagazine auf den Markt. Und damit bin ich, Sie merken es, beim Thema der heutigen Veranstaltung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, kaum war die Einladung zu dieser Tagung ausgesprochen, herrschte in dem einen oder anderen Sender schon hektische Betriebsamkeit. Obwohl noch keine Zeile geschrieben war, wollte man wissen, zu welchen Ergebnissen die Studie gekommen sei. Dieser höchst eigenartige Spontanreflex, aber für mich viel wichtiger, Ihr großes Interesse heute zeigen uns, dass wir mit dem Thema richtig liegen. Ich will mit wenigen Hinweisen in das Thema einführen, Ihnen das Konzept der Tagung erläutern und unsere Gäste kurz vorstellen. Viele der heute noch gängigen TV-Angebote von Panorama über Report und Monitor bis hin zur Kontraste gingen erstmals in den 60er Jahren auf Sendung. Nach der Spiegel-Affäre und dem ZDF-Urteil von 1961 waren die Politikmagazine Ausdruck einer Demokratisierung und einer Modernisierung auch des Fernsehens. Freier, kritischer Journalismus wurde zu ihrem Credo, intensive Recherche das Werkzeug. Man berichtete zwar auch über tagespolitische Ereignisse, über wirtschaftliche Entwicklungen und auch über gesellschaftliche Trends, aber gesucht wurde dabei nach der Nachricht, die bisher nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt hatte, die verborgen geblieben war. Aufgedeckt werden sollten die Hintergründe, die Zusammenhänge, der Skandal. Wenn damals ein Moderator beim WDR mit bräsiger Stimme oder im NDR in lakonischer Manier stirnrunzelnd ein investigatives Magazinstück ankündigte, ja, dann schlug das oft Wellen bis nach Bonn, ins beschauliche Bonn, führte es doch manchmal zu Stürmen von den Nachbeben, die solche Berichte dann in München erzeugten, ganz zu schweigen. Die selbstbewusste Anmoderation, und nun legen wir uns mal wieder mit der Bundesregierung an, wurde fast zum geflügelten Wort. Heute,
So mein Eindruck, wackeln in Berlin keine Stühle. Schon lange keine Stühle mehr, wenn ein Magazin auf Sendung geht. Wir haben es also, eine erste Beobachtung oder These, mit einem Bedeutungsverlust der Politikmagazine zu tun. Eine Veränderung, die sich auch in sinkenden Zuschauerzahlen und einem schwindenden Stammpublikum ausdrückt. Schauten früher, und gleich wird Herr Gäbler möglicherweise noch andere Zahlen nennen, schauten früher immer regelmäßig zwischen 7 und 8 Millionen Menschen die Politikmagazine an, ist es heute kaum noch die Hälfte, die einschaltet. Neuere Zahlen lassen sogar den Eindruck entstehen, dass das Programmumfeld einer Sendung wichtiger für die Quote zu sein scheint als die journalistische Qualität oder die Skandalfähigkeit eines Magazinstücks. Wenn das alles stimmt, woran mag das wohl liegen? Was sind die Gründe für die sinkende Durchschlagskraft der Magazine? Natürlich muss man auf die dramatischen Veränderungen in der Medienlandschaft verweisen, die einer Revolution gleichkommen. Die 2- oder 3 Senderdemokratie der Bonner Republik ist Geschichte. Heute gibt es ein mediales Überangebot, nicht nur die Konkurrenz der Privaten. Das Fernsehen ist zwar weiterhin Leitmedium, erfüllt aber längst nicht mehr die Funktion eines kollektiven Lagerfeuers. Alle hocken zusammen, alle gucken das Gleiche, alle sprechen am nächsten Tag über die Sendung. Wo früher eine Handvoll Sender zu empfangen waren, bieten heute Hunderte ihr Programm an. Online-Dienste, das Internet, die sozialen Medien und vieles andere kommt hinzu. Auch sie setzen Themen, auch sie skandalisieren Vorgänge, sie sorgen für öffentlichen Zuspruch oder führen auch zu Empörung. Dass diese Konkurrenz das Geschäft der Magazine erschwert, liegt auf der Hand. Aber sind das die wahren Gründe für den vermeintlichen Niedergang der Magazine? Ein weiterer Punkt. Politiker, so eine Beobachtung, kommunizieren heute lieber direkt mit ihren Wählern oder gehen eher zu Jauch oder zu Illner in Talkshows, als sich hartnäckigen Fragen von Magazinjournalisten zu stellen. Und in Zeiten einer großen Koalition noch weniger als in Phasen, wo Regierung und Opposition mit härteren Bandagen kämpfen. Ist also die Angst vor Kontrollverlust bei Politikern und ihr Wunsch nach authentischer Inszenierung ein überzeugendes Argument, eine überzeugende Erklärung für die sinkende Bedeutung der Politikmagazine? Mein letzter Punkt. Wer erinnert sich noch an 2005? 2005 diskutierte die ARD eine neue Programmstruktur. Die Reform wurde 2006 umgesetzt, auf Kosten der Magazine, die seitdem 30 Minuten dauern und jeweils 15 Minuten Sendezeit verloren. Die Kürzungen schlugen damals hohe Wellen. Die Kritik daran war breit. Fast könnte man aus heutiger Sicht sagen, es war ein Aufstand. Nicht nur das Netzwerk Recherche kritisierte diese Beschneidung einer Kernkompetenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Man verscherbelte damit journalistisches Tafelsilber. Ohne Not würden wertvolle Markenprodukte gekappt und Rechercheoasen zerstört. So hieß das damals. Befürchtet wurde, dass das Fernsehen nicht mehr seinem Programmauftrag gerecht werden würde. Heute wirkt diese Debatte wie von einem anderen Stern, wie aus der Zeit gefallen. Denn wer greift heute noch öffentlich und unterstützend das Wort für die Politikmagazine? Kaum einer, oder täuscht mein Eindruck? Müssen Sender Ärger mit Zuschauern, den Medienkritikern oder gar den Gremien befürchten, wenn regelmäßig Politiksendungen ausfallen, weil eine Sportübertragung, meistens Fußball, weichen muss? Nein, kaum einer regt sich auf. Man kann den Eindruck gewinnen, die Magazine haben ihre besten Zeiten hinter sich, zumindest keine rosigen vor sich. Dennoch, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, scheut sich die OBS nicht, Politikmagazine zum Gegenstand dieser Tagung und einer Studie zu machen. Ausgangspunkt unserer Überlegung ist, dass über die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Fernsehens nicht auf dem seichten Spielfeld der Unterhaltung entschieden wird, sondern auf dem harten Acker der Information. Wie steht es also heute um die TV-Politikmagazine, 10 Jahre nach der Programmreform? Haben Monitor, Panorama, Fakt, Frontal und so weiter überhaupt noch eine Zukunft? Und wenn ja, welche? Was ist bedrohlicher für Sie? Der Wandel der Öffentlichkeit,
die Profillosigkeit der Politik, das Desinteresse des Publikums oder das Schweigen der Gremien? Gibt es nur Gefahren, die von außen kommen, oder liegen die eigentlichen Probleme innen, in den Redaktionen, in den Sendern? Wir haben Fragen über Fragen, können noch keine Antworten liefern. Aber wir machen uns auf die Suche. Die Suche soll heute beginnen mit dieser Veranstaltung. Wir wagen einen neuen Weg. Heute stellen wir Ihnen nicht die Ergebnisse einer Studie vor, sondern beginnen mit einer Diskussion, deren Erkenntnisse in die Studie einfließen sollen. Unser Dialog ist generationenübergreifend angelegt. Deswegen bringen wir aktuell Verantwortliche aus zwei Redaktionen zusammen mit Machern, die früher Magazine geprägt haben. Ich freue mich, Ihnen das Podium vorstellen zu können. Monika Wagner hat Journalistik studiert und wurde an der Deutschen Journalistenschule in München ausgebildet. Sie schrieb für die Frankfurter Rundschau, arbeitete als landespolitische Korrespondentin in Hessen und war stellvertretende Leiterin des HR-Fernsehstudios in Wiesbaden. Seit Ende 1994 war sie Redakteurin beim Monitor und wie sie mir eben sagte, was nicht im Manuskript steht, seit 1. Oktober ist sie zuständig beim WDR für den Rechercheverbund NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung. Herzlich willkommen, liebe Frau Wagner. Astrid Vohloff hat langjährige Erfahrungen als Filmemacherin, Moderatorin und Redakteurin. Seit 2009 führt die TV-Journalistin durch das RBB-Politikmagazin Klartext. Sie präsentiert auch das ARD-Magazin Kontraste. Sie hat erlebt, wie Journalisten in autoritären Staaten bei ihrer Arbeit behindert wurden, trat Reporter ohne Grenzen bei und ist seit über 10 Jahren geschäftsführendes Vorstandsmitglied dieser Organisation. Willkommen bei der OBS, liebe Frau Frohhoff. Klaus Richter war Redakteur bei Monitor, arbeitete als Korrespondent und Studioleiter für ARD und ZDF in vielen Ländern. Beim Mainzer Sender war er Chefreporter und seit 2001 Redaktionsleiter des Politikmagazins Frontal 21. Nach seinem Ausscheiden dort ist er seit März 2014 Lehrstuhlinhaber des Bereichs Fernsehjournalismus an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Seine Arbeit wurde mit vielen Preisen gewürdigt. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen und ist Mitglied der Jury des Hans-Joachim Friedrichs-Preises. Schön, dass Sie heute Abend hier sind, lieber Herr Richter. Es ist mir eine besondere Ehre, Peter Merseburger begrüßen zu können. Sehr geehrter Herr Merseburger, herzlich willkommen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie heute bei der OBS-Veranstaltung mitmachen. Peter Merseburger arbeitete als Korrespondent und Redakteur beim Spiegel. Von 1967 bis April 1975 war er Leiter und Moderator von Panorama. Später dann auch noch ARD-Studieleiter in verschiedenen Hauptstädten der Welt. Seit seinem Rückzug aus dem Fernsehgeschäft arbeitet der studierte Germanist als freier Schriftsteller. Er ist Autor zahlreicher Bücher und hat einige sehr bemerkenswerte Biografien vorgelegt, von Kurt Schumacher, von Rudolf Augstein, von Willy Brandt und zuletzt von Theodor Heuss. Herzlich willkommen. Stefan Andreas Karsdorf hatte schon einige journalistische Stationen absolviert, als er Mitte der 90er Jahre zur Stuttgarter Zeitung kam, um dort Leiter der Parlamentsredaktion zu werden. 1999 ging er zum Tagesspiegel, der hier in Berlin erscheint. Seit 2004, also seit 10 Jahren, ist er deren Chefredakteur. Lieber Herr Karsdorf, herzlich willkommen bei der OBS. Karsdorf, Stefan Andreas Karsdorf, werden die Eltern unter uns fragen und denken, da war doch mal was. Ja, richtig, da war mal was.
Unser Moderator ist Sohn von Klaus Hinrich Grasdorf, der einst das Magazin Monitor gegründet hat, es von 1965 bis 1973 und dann wieder von 1975 bis 1981 leitete und moderierte. So eine Art Helmut Kohl der Politikmagazine. Natürlich nur, was seine Dauerpräsenz auf dem Schirm für Monitor bedeutet. Es war Grasdorf, der Ältere, der zusammen mit Rudolf Rohlinger die legendären Kreuzfeuer-Interviews führte, die einmal Franz Josef Strauß so in Rage brachten, dass dieser eine Einbahnstraße in die falsche Richtung befuhr. Wir fanden den Gedanken, einen profilierten Printjournalisten heute als Moderator der heutigen TV-Runde hier anzusprechen, natürlich auch vor diesem biografischen Hintergrund interessant. Unser Moderator, so hat er mir erzählt, fühlt sich der familiären Tradition verpflichtet und hat mir versprochen, uns heute einige Kostproben aus dem Fundus der Grasdorfschen Überfallrhetorik zu geben. Dem Publikum wird es hoffentlich gefallen, ob auch den Podiumsteilnehmern, das wird sich im Laufe des Nachmittags erweisen. Wir freuen uns, dass Sie, lieber Herr Grasdorf, unsere Einladung angenommen haben und uns durch den Nachmittag begleiten. Herzlich willkommen. Liebe Gäste, den inhaltlichen Teil der Veranstaltung starten wir jetzt mit einem Input von Professor Gäbler. Bernd Gäbler ist den Kennern der Medienlandschaft und für an der Arbeit der Stiftung Interessierte wahrlich kein Unbekannter. Mit der Studie und unserem täglichen Talk gib uns heute haben wir früh auf die Gefahren durch die Inflation dieses Formats hingewiesen und Veränderungen angemahnt, die bei der ARD langsam aufgegriffen werden. Und mit Hohle Idole, der Studie über Bohlen, Klump und Katzenberger, ist uns gemeinsam gelungen, was Studien selten erreichen. Pädagogen und Lehrerverbände haben sie aufgegriffen und daraus Lehreinheiten für den Oberstufenunterricht konzipiert. Und, so war zwischenzeitlich zu lesen, diese Studie hat in den Abiturfeiern 2013 und in den Abiturreden 2013 eine besondere Rolle gespielt. Nun gehen wir in die dritte Runde. Lieber Herr Gäbler, herzlich willkommen bei der OBS und herzlichen Dank, dass Sie von der Idee zu dieser Studie sich überzeugen ließen. Ich hoffe, dass Sie mit Ihren vorläufigen Thesen eine muntere Diskussion in Gang setzen. Allen einen schönen Nachmittag und eine spannende Veranstaltung. Danke für die Aufmerksamkeit. Unsere medienpolitische Veranstaltung ist eröffnet. Herr Gäbler, Sie haben das Wort.